Lydia, wer war das? Niemand. Dass sich jemand verwählt, war keiner dran. Warum lügst du mich an? Warum sagst du sowas? Wer auch immer dran war, er soll dich gefälligst in Ruhe lassen. Ich habe das gehört, Lydia. Also, wer war das und wie oft hat er schon angerufen? Ich weiß nicht, wer das war. Das geht jetzt schon seit ein paar Tagen so. Da ruft mich jemand an, sagt nichts und legt dann auf. Ja, wurde denn keine Nummer angezeigt? Gib mal das Handy. Nee, das war ein anonymer Anruf. Aber warum erzählst du mir sowas nicht? Weil ich nicht will, dass du dir Sorgen machst. Es ist ja nichts passiert. Da ruft halt einer an. Aber jetzt lass uns damit aufhören. Du willst doch auch zu Tristan, oder? Hallo. Hallo, Tanni. Na, willst du mich gar nicht fragen, wie es auf Teneriffa war? Nee, um ehrlich zu sein, interessiert es mich kein bisschen. Habt ihr also Spaß gehabt? Süß. Sebastian hat immer noch keine Ahnung, oder? Ich finde, du könntest mir wenigstens eine Antwort geben. So viel Höflichkeit ist nicht so viel verlangt, wenn du schon mit meinem Mann schläfst. Das mit Ansgar und Mia, das ist vorbei. Ja. Weil der Feigling sich hat nach Italien abschieben lassen. Was bleibt dir anderes übrig, als die liebe Ehefrau für Sebastian zu spielen? Ich liebe Sebastian. Dein Mann ist zwar ein Trottel, aber ich denke, selbst er wird mitbekommen, was passieren wird, wenn Ansgar zurückkommt. Und er dein Feuer der Leidenschaft neu entfacht. Ich freue mich drauf, wenn mein Gatte wieder da ist. Das wird ein Spaß. Sebastian. Hi. Komm rein. Danke. Hallo, meine Kleine. Zu Christina besuchen. Ah, leider keine Zeit. Ich habe nur das hier vorhin bei uns gefunden. Ich hoffe, du hast es noch nicht zu sehr vermisst. Also, grüß Matthias schön von mir. Mach ich. Und dir auch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss. Okay. Ach ja, hat Lydia dir auch erzählt, dass sie so komische Anrufe bekommen hat? Nein. Ich weiß nicht, aber irgendwie, sie ist so komisch, als wäre da noch irgendwas anderes. Was denn anderes? Glaubst du, sie verschweigt dir irgendwas? Na, natürlich nicht. Das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Jens Kramer. Aber das habe ich Ihnen doch alles schon erklärt. Meine Frau erhält anonyme Anrufe. Ja, aber es könnte doch sein, dass die von ihm... Ja, dann möchte ich den Klinikleiter sprechen. Gut. Dann rufe ich später noch mal an. Aber dieser Jens Kramer, der ist doch noch in der Psychiatrie. Man will mir ja keine Auskunft geben. Vielleicht ist er längst wieder draußen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, nach allem, was er dir angetan hat. Der hat dich entführt. Der hat dich tagelang gequält. Wenn Lydia mich damals nicht gefunden hätte, der hätte mich auch verrecken lassen in diesem Keller. Ja, der ist doch geisteskrank kriminell. So jemand lassen die doch bestimmt nicht so schnell wieder frei. Trotzdem. Ich habe einfach keine ruhige Minute, bis ich das nicht mit Sicherheit weiß. Ja, das verstehe ich. Natalie, warum mache ich sowas? Die Sache mit dem anderen, das ist vorbei, oder? Ja. Und ich weiß auch überhaupt nicht, wie ich mich hier darauf einlassen konnte. Manchmal weiß man das einfach nicht mehr. Guck, Ansgar und mich zum Beispiel. Frag mich nicht, wie ich ihn jahrelang lieben konnte. Hauptsache, du hast das mit deinem Typen geklärt und er lässt sich in Zukunft in Ruhe. Ich weiß jetzt, wer dich immer anruft. Jens Kramer. Er ist aus der Psychiatrie entlassen worden. Jens Kramer? Laut Klinik ist er angeblich geheilt. Sebastian, du weißt auch gar nicht, ob er es ist, der Lydia anruft. Ach komm, der Typ wird entlassen und sie bekommt gleichzeitig anonyme Anrufe? Tut mir leid, aber an solche Zufälle glaube ich nicht. Wir müssen jetzt überlegen, was wir machen. Vielleicht sollte ich einen Privatdetektiv engagieren oder gleich einen Bodyguard für dich. Wir müssen auf jeden Fall zur Polizei. Auf Wiederhören. Jens Mutter weiß auch nicht, wo er steckt. Ich glaube, ich werde langsam paranoid. Ich sehe den Typen schon hinter jedem Busch. Anscheinend bin ich nicht die Einzige, die solche Anrufe bekommen hat. Ich habe mit meinen Kollegen gesprochen und die halbe Redaktion wurde terrorisiert. Und noch viel, viel schlimmer als ich. Das ist irgendwie so ein Spinner, der sich über irgendeinen Artikel von uns aufgeregt hat. Echt? Gott sei Dank. Es tut mir leid, dass du dir meinetwegen solche Sorgen gemacht hast. Natürlich mache ich mir Sorgen. Und ich, was denkst du denn? Ich liebe dich.